So, hallo Leute, willkommen zurück und ihr seht's, wir sind mal wieder auswärts unterwegs. Heute sind wir im Third Rail und auf der Suche nach Quests habe ich hier jemanden gefunden, habe gleich alles abgebrochen, damit schön, ihr live dabei sein könnt. Suchst du immer noch Hilfe? Ja, wenn du ihn verkaufst. Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Ich vermute, es gibt auch was für den Job. Na klar. Wie wäre es mit 200 Kronkorken und einem Anteil vom Bier? Und, übernimmst du den Job? Das hier ist nicht unbedingt die sicherste Gegend. Wie wäre es mit einer Gefahrenzulage? Auch wieder wahr. 300 Kronkorken plus Bier. Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Hast du gesehen, wie viele Supermutanten da draußen unterwegs sind? Du bist echt eine harte Nuss. 400 Kronkorken plus Bier. Mehr geht aber wirklich nicht. Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Und ja, ihr hört's schon. Wir sollen eine Braumaschine beschaffen. Na dann. Ich bin dabei. Super. Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe. Dem Shankar Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst. Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Da braut sich was zusammen. Das ist also unser aktueller Quest. Ich war nämlich ein bisschen im Ödland unterwegs und habe mal bei so ein paar Leuten nachgeschaut, was die so alles für uns noch zu tun haben. Denn unsere Questliste ist ja nun echt nicht mehr lang. Gar nicht mehr. Und naja, dann müssen wir jetzt echt mal schauen, was es noch für uns zu tun gibt. Ich meine, wir wollen euch ja auch was bieten und das Spiel nicht einfach auslaufen lassen. Ich hatte nämlich eigentlich schon geplant, dass wir bis zum nächsten Addon durchhalten. Netter Pip-Boy, Bruder. Halt die Klappe. Er kann dich nicht leiden. Falls du dich gefragt hast, das Signal von Diamond City Radio ist in Good Neighbor super zu empfangen. Und dieser Travis? So. Hey, Cleo. Keine Sorge. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. Sieh dich in Ruhe um. Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. Ja, die Clio wollte ich euch eigentlich bloß mal zeigen. Die verkauft nämlich in Good Neighbor mir ab und zu Zeug. Wenn du hier bist, um was zu verkaufen, dann erzähl mir bitte nicht, dass es ein altes Familienerbstück ist. Ich bin wahrscheinlich älter als das, was du mir da andrehen möchtest. Ja, und wir wollten hier nämlich auch noch sagen... Hast du Arbeit für mich? Ja, habe ich. In der alten Stadtbibliothek Bostons haben sich Supermutanten festgesetzt. Ich habe schöne Erinnerungen an den Ort aus der Zeit, als ich noch klein war. Und ein Mensch. Vertreib diese Monster von dort, dann zahle ich dir 200 Kronkorken. Ich glaube, die Bezahlung ist etwas mickrig dafür, dass ich ein ganzes Gebäude säubern soll. Da hast du wohl recht. Sagen wir 250 Kronkorken. Es geht da nicht nur um die Kosten für Munition. Gefahr bedeutet auch immer Arztrechnungen. Ja, schon gut. Wie klingen 300 Kronkorken, wenn du das für mich übernimmst? Einverstanden? Tut mir leid, das reicht mir nicht. Schätze, die Bibliothek wird ab jetzt das Hauptquartier der Supermutanten. Warte, geh nicht. Sagen wir 400 Kronkorken. Abgemacht, Daisy. Danke. Hey, wenn du schon mal da bist, könntest du für mich dieses Buch zurückbringen? Ich habe es aus der Bibliothek. Frag lieber nicht, wie lange es schon überfällig ist. Begonnen städtisches Wissen, ihr seht's. Also direkt gleich mal zwei Quests aufgeschlossen und bei MacReady Pluspunkte gesammelt. Das brauchen wir ja, um in dem Quest weiterzukommen. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir hier haben. Der Slog Grün heute, sprich mit Preston. Das haben wir ja hier. Unser Schlupf, naja, das ist der Railroad Quest, den wir nicht so richtig abschließen können. Und naja, der Rest ist so Kropfzeug. Gut, dann machen wir die beiden mal auf. Und das Shamrock muss doch hier auch irgendwo sein. Ich glaube, das war... Nee, wo war denn das Shamrock? Ach, das waren hier die, wo wir mit der alten Sack... wo wir mit Preston reden sollen. Was machen wir denn da gleich zum Anfang? Das Shamrock? Oder...
Ah, hier ist die Braumaschine. Wir machen zuerst den Quest mit der Braumaschine. Das klingt auf jeden Fall schon mal lustig. Oh, wie passend. Mit Kleeblatt auf dem Weg ins Shamrock. Ist mir ja noch nie passiert. Nur so am Rande bei uns in der Stadt gibt es halt eine Irish Pub, der auch Shamrock heißt. Sehr, sehr schmackhaft essen, trinken. Das war aber genug der Werbung an der Stelle, Entschuldigung. Ja, und dann wird es nämlich schon langsam eng mit Quests. Ich muss ehrlich sein, ich habe mich jetzt mal ein bisschen beschäftigt und geguckt, wo ich noch Quests herkriegen könnte. Es muss irgendwie noch eine Questreihe geben, wo sich es um diese Parson State Irrenanstalt dreht. Aber so richtig den, wie sage ich denn das, den Auslöser für die Questreihe, den habe ich noch nicht gefunden. Irgendwie soll der in Diamond City losgehen. Ist klar. Und MacReady genießt das. Naja. Nein, du darfst nicht sterben! Zerleg sie! Natürlich kommen wir auch direkt in dem Raider-Lager raus. Ich finde das manchmal so ultra überzeugend. Ja. Boom! Hatte Boom gemacht! Boom, Boom! Ja. Sehr, sehr schön. Das ging doch fix. Boom, Boom, Boom! Boom! Yeah! Wir haben 100 Leute gefragt, was nervt sie mehr als ein Raider-Angriff? Zwei Raider-Angriffe. Wer schießt denn hier noch? Achso, da. Hallo. Der hat sogar ein Sturmgewehr. Der Hund. Hab doch keine Angst. Verdammt, gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Haha, und ich habe ihn direkt erwischt. Damit konnte niemand rechnen, sind wir mal ganz ehrlich. So, sehr schön. Hier ist nichts mehr. Und da ist schon... Wozu nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Halt die Klappe. Da Shamrock, wo wir auch schon hin sollen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir denn da finden werden. Und wie so ein Bioroboter aussieht. Ja. Fertig mit dem Laden. Hm? Dim, 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 dim. Hä? Ich hab was gehört. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaub, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Da ist irgendwas. Ich fang nicht an durchzudrehen. Okay. So. Nein. So. Nein. So. Ja! Das hat cool. Wer ist da? Ich muss nicht so haben. Kriegt ihr mal wieder in den Wow, 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 wow. Mein Arm blutet! Ist ziemlich schlimm! Habt ihr es gehört? MacReady's Arm blutet. Oh, und wir nehmen halt mehr Schaden. Ihr merkt ja am Schwierigkeitsgrad vermutlich. Wer ist da? Haha. Oh Mann, hoffentlich sind's nicht wieder wilde Ghule. Ah. Endstation! Da drüben! Alter, auf Sie! Oh. Hallo! Ganz. Sehr schön. Ledigt. Boing. Oh Gott, er hat ein Rohr und er wird es benutzen. Ernsthaft. Ernsthaft? Leute. Ich will mir doch hier in Ruhe bloß die Drogen einsacken. Das kann doch wohl nicht hier und so viel über. Hui.
es nicht wohl für ganz hart. Ja, mache ich. Aber danke. Ja. Zurück zum Thema. Ich sag's mal so. Boah. Es ist ja auch ein Einsteigerschloss. Also das müsst ihr mir schon zugestehen. Es ist ja nicht hier einfach bloß ein Billepartyschloss. Es ist ein Einsteigerschloss. Das wär's. Wo kam dieser Sprengsatz jetzt her? Moment. Attacke! Ja. Und für zwei leckeren Nuka-Colas kann man das schon machen. Halte die Augen offen! Wo kommt denn das? Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Nee, mach ich nicht. Ich habe einfach bloß geiles Equipment. Hallo? Ist da jemand? Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Das mache ich aus Gewohnheit, nicht persönlich nehmen. Gift. Oha. Oh! Eine leuchtende Red-Kakerlake! 11 XP für eine Kakerlake. Respektable Leistung. So. Nuka-Cola Quantum. Jum, jum. Jum, jum. Das ist doch scheiße. Das Geningel der Raider ist auch schon putzig. Oh Gottchen. So. Nee, da geht's nicht weiter. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Gwyneth Rezept Lager. Mhm. Und ein Safe. Wir haben ein Rezept gefunden. Ja. Das ist spannend. Können wir eigentlich mit den Rezept machen? Können wir den vielleicht hier an so einen Roboter dann geben? Scheiße, was war das? Ja. Ich glaube, mich jetzt übrigens ein bisschen zu sputen. Warum? Was hat der denn vor dem Kopf? Der gafft ganz schön. Der Gaff hat dann bald einen Appenarm. Auch wenn er keine Waffe hat. Der hat eine. Der. Seht ihr, der hat so was wie eine Gitarre bloß als Pistole und das funktioniert auch noch. Da kommt noch einmal. Mann, oh Mann! Komm schon, nagel sie fest! Vorsicht! Runter! Runter! Lasst uns doch mal den Gaff umlegen. Der konnte ja schon mal ganz schön was aushalten. Ein legendärer Raider. So, auch tot. Das ist schon mal gut. Um nochmal drauf zurückzukommen, ich hatte nämlich eigentlich vor, ab jetzt die Quests, die da kommen. Okay, stärkende Mikrokohlenstoff-Sympf-Rüstung. Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu plus 35. Das ist. Kann man mal machen. Ey, Raiders sind echt so kranke Wichser. Das ist echt unfassbar. Moment. Ich nehme den guten Herrn mal runter. Geht das nicht? Doch. Ein bisschen in Würde zumindest hinlegen, würde ich sagen. Hahaha. Oh Gott, war der schlecht. Ah, ja. Gut, aber wir ziehen weiter. Wir wollen ja den besagten Roboter finden. Au. Natürlich muss ich noch durch eine Wahlbeutel kommen. Denn das ist ja das Übliche in einem Brauerei-Verkaufsprogramm. Da ist sich ganz schön Zeit im Platz. Okay, da ist er. Läuft. Echt?
Kronkorkenvorrat, Schlüssel zum Schankhaus Shamrock. Ach, komm schon, lass es einfach sein. Und jetzt gucken wir mal rein. Patrick's Terminal. Aufzeichnung der Experimente. Benutzer Patrick Merriweather. Dichtungen. Verdammt, das ist der dritte Satz Dichtungen, der in dieser Woche geplatzt ist. Das ganze Scheißding ist wieder voll mit Maischewasser. Mit der ersten Charge läuft es immer wunderbar, aber wenn man dann alle Tage das Chassis öffnen muss, um die Dichtung auszutauschen, wird niemand sowas kaufen wollen. Ich frage mich, ob die Kulturen aufgrund der Blitzgärung mehr Hitze speichern. Das könnte die Ursache des Problems sein. Iha. Investor. Ich habe das Design überarbeitet und den Wärmetauscher versetzt, sodass die Spuren um den Abflusssiphon herum verlaufen. Damit scheint es zu funktionieren. Die Dichtungen schmelzen nicht mehr und das Bier wird beim Abfüllen gekühlt. Eiskalt. Jedes Mal. Einer meiner Kunden hat mich außerdem auf einen möglichen Investor hingewiesen. Jack West, der Geschäftsführer des Hotel Rexford, hat anscheinend gerade geerbt und könnte das Geld springen lassen, das ich brauche, um mit dem Saufkumpan in Produktion zu gehen. Er hat sich mit meinen Bedingungen einverstanden erklärt. Wenn er einen Monat lang den Prototyp im Hotel laufen lassen darf, um für ein bisschen Presserummel zu sorgen. Jeha. Rezepte. Mr. West ist auf ein kleines Problem gestoßen, da das Hotel laut Vertrag nur Gwinnett Bier ausschenken darf und ich daher meine eigenen Rezepte nicht verwenden kann. Zum Glück kenne ich jemanden kennt, der die Verschlüsselung ihrer geschützten Brauholobänder geknackt hat. Diesen Code haben wir erst einmal in die Subroutine integriert. Wenn Gwinnetts Anwälte Wind von der Sache bekommen, wird es riskant. Aber hoffentlich ist es nur eine Übergangslösung, bis wir die Produktion starten oder gemeinsam mit ihnen was auf die Beine stellen. Euer Freund, The Merriweather. West geht mir langsam echt auf die Nerven. Erst waren es die Rezepte, jetzt sieht der Saufkumpan angeblich zu unpersönlich aus. Unpersönlich? Was für ein großspuriger Penner. Ich habe ihm gesagt, dass wegen des Braubehälters kein Platz mehr für die Zeros ist, die man zum Simulieren eines Gesichts braucht, und dieser Idiot hat gefragt, ob ich nicht einfach Anzeigen als Ersatz für Augen verwenden kann. Ich werde ihn einfach während der Vorstellungspause am Freitag ans Theater ausliefern. Damit muss er dann klarkommen. Auslieferung. Ihn zum Rex vorzubringen könnte schwierig werden. Das Chassis verträgt ganz schön was, aber die Beinservos dieser Protectrons sind ziemlich langsam. Vielleicht sollte ich mir lieber einen LKW leihen. Ich verstecke das Boot-Passwort hinten im Keller, bis mit der Auslieferung alles klar ist. Okay, also heißt es für uns jetzt, Leute, weiter in den Keller. Aber wir sind überladen und müssen daher den guten McGrady erstmal alles geben, hey, was wir mit uns rumtragen. Verrücktes Zeug hier. Ja, natürlich geben wir, weil wir es gewohnt sind, McGrady keine Granaten, denn es gibt nichts gefährlicheres als einen Verbündeten mit Granaten. Was ist hier drin? Nichts. Haben wir die Boot-Passwort schon? Ah, wir können jetzt die Experten-Sachen hacken. Super Mansion ist es nicht. Ist es Speakers? Speakers hat 3. Das ist gut. Gut, dann kann es schon mal nicht outright sein. Treasure. Nein, kann es auch leider nicht sein. Massacre. Nein. Oder? Nein, kann es auch nicht sein. Continue. Material. Moment. Nein, kann das nicht sein. Entschuldigung. Es ist wieder Spaß mit Hacken. Scrubbed. Archives. Nope. Doch, könnte sein wegen dem vorletzten E. Ja. Protektor und Steuerung. Einheit aktivieren. Okay. Yeha, Leute. Startsequenz. Unbekannte Hardware entdeckt. Buddy. BIOS entdeckt. Schreibe Betriebssubroutinen
Mikrobraugeräte betriebsbereit. Interner Abfüllmechanismus betriebsbereit. Ausgabemechanismus betriebsbereit. Suche Brau-Subroutinen Holoband für Gwyneth Pale Ale entdeckt. Startsequenz abgeschlossen. Gebe Probe zur Abnahme durch den Techniker aus. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Okay. Ja, kalt und erfrischend wahrscheinlich. Also Sie haben es gesehen, wir haben... Kalt und erfrischend. Kostenlos. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen optimal kalibriert. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Na, wir schicken ihn hin. Wir können ihn ja immer wieder abholen. Auch wenn er cool wäre in der Siedlung. Ja, sicher. Beginne Transfer zum Hotel Rexford. Gut. Folge dem Saufkompon zum Hotel Rexford. Hafenviertel. Ach, hier hätte man auch hinten reingehen können. Interessant. Gut. Leute, dann heißt es jetzt wohl wieder Rückkehr zum Hotel Rexford. Und da sehen wir uns dann auch gleich wieder, würde ich einfach mal sagen. So, und da sind wir auch schon. Da ist der Rufus. Ich schaue mir das Angebot mal an. Sag mir Bescheid, wenn du handeln möchtest. Oh, okay, der verkauft auch Sachen. Das ist aber nett. Moment, also normalerweise kaufe ich halt bloß 10mm Patronen. Und Plasma-Kartuschen. Einfach, weil es sich lohnt. Und ich dann nicht immer permanent die Munitionsart wechseln muss. In letzter Zeit, da kann ich euch das wenigstens mal ganz kurz zeigen, auch wenn das jetzt ungeplant ist, gibt es eigentlich immer für die guten Herren ein bisschen Fusionszellen. Also ihr könnt es ja grob überschlagen, der kriegt jetzt einfach mal so 450 von uns. Ihr seht ja, wir haben da doch etwas Puffer. Es ist aber echt schwer zu dosieren hier. Da wünsche ich mir manchmal den PC. Ja, hier so. Passt. Genau, haben wir gut geschätzt. Bestätigen wir und haben gleich unsere Munition rein. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt warten wir noch mal ganz kurz. Also ist das Aufkumpan noch nicht da, haben wir ihn einfach überholt auf dem Weg. Warten. Na komm hier, 3 Stunden. Dann müsste auf jeden Fall da sein. Wie geht's denn so? Was hast du? Na klar doch. Nein. Verdammt, wo ist jetzt der komische Saufkumpan? Das müssen wir doch ernsthaft mal schauen gehen. Ob dem nicht irgendwelche satanisch gemeinen Raider auf dem Weg aufgelauert haben. Aber ich glaube, ja. Na, da ist er doch. Ja? Na, Greedy, geh mal aus dem Weg, damit wir den Quest abschließen können. Was glotzt du denn so? Was? Bist du auf die Fresse? Ich bin ja so unsagbar aggressiv. Ach, schön die Drogenköche hier. Riechst du das? Das ist Freiheit. Und jetzt können wir endlich unseren Drinking Buddy Quest abschließen. Bisschen Kurzweil. Einfach mal für ein bisschen Kurzweil heute gesorgt. Hallo, neue Freunde. Ich bin der Saufkumpan. Was zum Teufel ist das? Das ist diese Braumaschine, von der ich dir erzählt habe. Nennen. Meine Aufgabe ist es, zu unterhalten. Oh Mann, das ist ja super. Eiskalte Getränke. Ich werde meinen Wodka in den Ding lagern. Na gut, dann bau das Ding drüben an der Bar auf. Dann ist es wenigstens von der Tür weg. Nehme normalen Betrieb auf. Seien Sie gegrüßt, Kumpel. Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Na, wir nehmen erstmal ein Bier.
Der Saufkumpan braut alle paar Tage eiskaltes Bier und kann andere Getränke kühlen. Du kannst weitere Holoband-Rezepte finden, um die Auswahl seiner Brauerzeugnisse zu erweitern. Kalt und erfrischend. So, ihr seht's. Was? Brennstoff? Fusionszellen, Schlüssel zum Schankrotschämmer. Okay. Danke für deine Hilfe. Hey Kumpel, ich habe ein Rezept für dich. Noch besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Hier ist dein Geld. Ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz? Erzähl mir einen Witz. Sagt der Pessimist, schlimmer geht's nicht. Darauf der Optimist, doch. Ist Ihnen eher nach Gaumen oder nach Zwerchfellfreuden? Erzähl mir einen Witz. Geht ein Neutron in die Disco, sagt der Türsteher. Sorry, heute nur geladene Gäste. Oh, ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz? Weißt du, wo ich neue Rezepte finden kann? Sie sollten beim Händler nachfragen in Bars und Restaurants. Vor Ort könnte es auch welche geben. Ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz? Ich denke, wir sollten jetzt gehen. Okay. Wie geht's denn so? Und ich denke, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf dem Weg zur Stadtbibliothek. Daher verabschiede ich mich erst einmal an der Stelle und sage, bis denn dann.